Hallo und willkommen zurück zu GIGO Master Duel. Wir gehen wieder in die Solo-Kampagne und machen dort weiter, wo wir aufgehört haben bei den... Genau, bei den SP-Herausforderungen. Mit dem hier. Das Monster, vor dem du am meisten aufpassen musst, ist die Harpien. Kanalisiererin, mit deren Effekt ihr Spieler die Spezialbeschwörung anderer Harpienmonster aus ihrem Deck ermöglichen. Wenn das passiert, kann dein Gegner mit Spezialbeschwörung Monster wie die Cyber Heap Harpie, Blitz Chidori und die Harpien Dirigentin aus ihrem Extra-Deck, achso, das Extra-Monster, heraufbeschwören. Nimm dich auch vor dem Harpien-Federsturm in Acht. Wenn dein Gegner diesen aktiviert, werden all deine aktivierten Monster-Effekte für eine Runde aufgelöst. Der Sieg wird schwierig, wenn du dich zu sehr auf Monster-Effekte verlässt. Halte beim Spiel die Balance von Zauber und Fallenkarten. Okay. Ist das jetzt Joey gegen... Oder ist das Mai oder... Ist Yugi gegen Mai? Okay. Wir machen so ein bisschen einen Timesprung. Ich dachte, die wären alle so hintereinander, wie es im Anime auch passiert ist, aber anscheinend nicht. Weil war das schon bei Bandit Kiefer, jetzt ging er dahin. Zu dem Punkt, wo Mai sich mit Yugi duelliert hatte. Was er schon ein bisschen weiter hinten ist. Topf der Extravaganz? Topf der Gierersatz oder wie? Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Eine Synchro. Cyber Heap Hub hier. Okay. I see, I see. Aber was kann die denn erstmal? Wenn eine Zauber fallen kann, ich denke, dass sie wird, außer in der Dash-Deck. Warte mal, was? Wenn Zauber und Falle aktiviert wird, kann er was auf die Hand zurückgeben. Weird, aber gut. Lass mal das hier. Wenn ein oder mehr Harpien-Schwestern, die du kontrollierst, durch Kampf zerstört wird, du kannst... Ein oder mehr Harpien-Schwestern. Harpie. Die heißt nicht Harpien-Schwester, also hat es keinen Effekt auf sie. Also Harpien-Monster mit unterschiedlichen Grundnamen als das zerstörte Monster im Spielfeld von deinem Deck beschwören. Falls diese Karte, die du kontrollierst, durch den Effekt einer Harpie-Karte oder einen Karteneffekt deines Gegners zerstört wird, wähle eine Harpien-Monster in deinem Friedhof. Okay, also gerade nicht so relevant. Was bringst du während der Battle Phase? Kannst du diese Karte abwerfen, deinen Schwarzkreis und so ein Monster. Und das kriegt ATK, okay. Einmal pro Spielzug während der Endphase, falls sich diese Karte in dem Friedhof befindet. Okay, also spielen hat er so keinen weiteren Effekt anscheinend. Wenn diese Karte ist normal, Cyberschwörung. Wenn diese Karte... Also ich habe keine Möglichkeit, sie schnell zu beschwören anscheinend. Oh, das ist ein Ritualzauber. Diese Karte kann verwendet werden, um ein beliebiges schwarz glänzender Soldat Ritualmonster als Ritualbeschwörung zu beschwören. Zusätzlich von der Hand Tribut an wegen gemeinsamer Stufe entspricht während der Main Phase außer dem Friedhof
kannst deine Karte. Ich muss bannen. Okay, der kann da was beschwören an dem Friedhof. Diese Karte kann verwendet werden, um. Von deiner Hand oder Spielfeld. Ja, toll. Ich hab nichts, was aus dem Deck das macht. Okay, sehr interessant. Wer von euch hat einen aller Friedhof Recursion? Oh, okay, das ist ein Ritual Summon vom Friedhof. Interessant. Das ist so gefühlt die einzige Karte. Ja. Das Ding ist halt, ich komme über seinen nicht wirklich drüber. Okay, wir aktivieren erstmal Twin Twister. Und schmeißen die Karte hier ab, weil sie noch einen Friedhofseffekt hat und die anderen nicht. Ich meine, wenn ich nur zwei abschmeiße, zerstöre ich auch zwei. Hatten die auch beide Friedhofseffekte? Habe ich jetzt so direkt gar nicht gelesen, aber gut. Hab hier einen Flederwisch. Harpien, Flederwisch. Harpien, Flederwisch. Am Weg auf den Friedhof. Okay. Okay, ich werde die setzen. Ich weiß, dass der Harpien Flederwisch nutzen wird, wenn er dran ist. Ein Monster eines Gegners, das mit der Karte kämpfen kann während des nächsten zwei Spielzüges. Oh, okay. Ich meine, ich glaube eh nicht, dass der überleben wird. Bitte, er kann ihn bouncen, sobald ich den chain, ist ja witzig. Naja, gut. Also, ich wähle ihn aus. Genau, jetzt darf er meinen bouncen. Aber naja, das ist dann halt so. Aber damit gehe ich sogar die Dingens. Okay, wer von euch macht dann am meisten im Friedhof? Der kann auf die Hand kommen, wenn er im Friedhof ist, okay. Falls diese Karte von deinem Friedhof verbannt wird, du kannst deiner Hand ein Ritualmonster deinem Deck hinzu. Das ist definitiv nicht schlecht. Was bist du? Interessant, die setzen an sich schon ein Ritual. Okay, 500. 500. Ich dachte, Gesamt-ATK stehe ich jetzt nicht so ganz. Oder alle Gesamtstats oder so. Und deswegen das eine ist 2500 dann oder so. Keine Ahnung. Das kommt mir gerade ein bisschen sehr stark vor. Was zur Hölle, Alter? Ist das genug ATK, um mich zu besiegen jetzt schon? Nein, das war es noch nicht. Aber Alter hat das wehgetan. Und jetzt hat er noch ein Schwein davon. Nice. Ja, die muss er jetzt aber selber zerstören. Weiß nicht, ob das jetzt so schlau von ihm war, aber gut. Du kannst ein Schwarzgelben-Soldatmonster von deiner Hand auf den Friedhof legen. Bis zum nächsten Endphase deines Gegners werden die ADK ist ja gerade zu 3000. Okay, also da ich ja eh nichts machen kann, ich beschwöre das hier. Aktiviere den Effekt. Den darf ich abwerfen. Okay. Ich kann nichts aktivieren, Mann. Was soll denn der Scheiß? Ein schwarz glänzender Soldat. Was ist mit dem da? Der heißt schwarz glänzender Soldat. Da warte mal, nee.
Ach, der kann suchen. Könnte er jetzt nicht im Friedhof? Wie jetzt er verwirrt. Weiß es ja gerade, der vom Friedhof verbannt wird. Ach so. Ach so, da brauche ich eine andere Karte, um sie zu verbannen. Ja, das ist ja sehr weird, aber gut. Das will ich lieber in meinem Zug machen, oder? Aber ich sehe schon, das ist quasi so gedacht. Ich aktiviere ihn jetzt mal noch nicht. Weil ich gerade nicht weiß. Oder hätte ich ihn aktivieren sollen? Hätte ich den nächsten Turn wieder... Aber der bleibt sogar auf 3000, das ist ja ganz nice. Oh. Jetzt darf sie ihn bouncen. Ey, das ist ja quasi genauso wie die Feldzauberkarte, nur das ist halt Monster Bounce. Anstatt, Zauberfallenkarten kaputt zu machen. Okay, das könnte ein schweres Unterfangen werden. Gegen die Harpyen Lady. AKA my Valentine. Okay. Kannst du das mal Attribut, falls diese Karte, wenn ihre Grund-ATK sie gut angeboten wird. Okay, interessant. Kannst du von 19. Der hat 500 ATK, wie soll der das machen? Oder kann er einen Dev angreifen? Ritual, ja. Er legt das auf jeden Fall hin. Und ich setze jetzt einfach den, weil das die größte Wall-List ich habe. Kannst du das irgendwie nicht wirklich was machen? Ich weiß nicht so ganz genau, wann dieses Gaia-Deck spielen soll. Ich aktiviere es einfach sofort, weil ansonsten macht das ja kaputt. Zeige der Monster mit dem Krieger von. Warte mal, hier muss ich jetzt wirklich aber drauf achten. Mehr oder weniger, weil... Also ein schwarz glänzender Soldat oder Gaia, zorniger Ritter. Also schwarz glänzender Soldat. Nehmen wir einfach mal... Lol, der sind einfach alle beide so. Nehmen wir mal... Würde sogar gehen. Okay, nehmen wir den da. Der ist auch schwarzgänzender Soldat. Und komm, nehmen wir den auch noch. Entweder gibst du mir ein Ritualmonster. Okay. Die anderen gehen auf den Friedhof alle. Okay. Oh, das war alles, was sie getan hat? Okay. Krass, dann kann ich den jetzt gleich Ritual beschwören. Denke ich zumindest, oder? Nein. Diese Karte kann verwendet werden, um ein beliebiges, schwarz glänzendes Soldat-Ritualmonster Ritualbeschwörung von deiner Hand oder deinem Friedhof zu beschwören. Du musst zusätzlich ein Licht, ein finsternes Monster von deiner Hand
Und dann hat eins auf deinem Deck auf den Friedhof wegen. Der gemeinsamen Stufe. Das funktioniert ein bisschen anders. Also nur eins muss von meiner Hand sein. Ja, aber. Ihr wird doch nicht gesagt, was wo ist. Also ich habe ein Lichtmonster und ich habe auch ein. Das ist, glaube ich, kein Finsternis. Aber ich habe ein Lichtmonster. Also warum sollte das denn jetzt nicht gehen? Na gut, das macht meinen Plan ein bisschen kaputt, weil es literally nicht funktioniert hat, aber naja. Oh, ach so. Lol, okay. Jetzt check ich's. Bringt's mir irgendwas, den auf den Friedhof zu schmeißen? Bringt's mir irgendwas, den zu spielen? Er kriegt nur 1100 ATK. Was quasi nicht genug sind. Und der da könnte zumindest 3000 kriegen. Kannst ein schwarz glänzender Star-Monster von deiner Hand. Das ist ja nicht, das ist ja Gaia. Ich könnte crashen. Ich hätte ihn auch opfern können, fällt mir gerade auf. Das wäre vielleicht schlauer gewesen. Du hast aber jetzt nicht so viel, was du wiederholen kannst. Weiß nicht, ob es das jetzt wert war. Ich meine, er hat jetzt literally nur Königin geholt. Und das war's dann auch. Okay. Schade, die kann ich in diesem Falle nicht aktivieren. Weil ich kein schwarz glänzendes Soldatmonster auf dem Feld habe. Oh mein Gott, Alter, ja. Linke. So. Harpien Digitation! Ja, mal so eine Harpien-Party. Die hilft dir im Nachhinein so in dem Sinne eh nichts mehr. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann ein Soldatenmonster in deinem Friedhof wählen. Füge es deiner Hand hinzu. Warte mal! Du bist Licht! Du bist Licht! Du bist Licht! Du bist Erde! Du bist Erde. Ist der in meiner Hand Finsternis? Der ist auch Erde. Warum sind die alle Erde? Wenn du ein Licht, ein finsteres Monster von deinem Friedhof verbannst. Warum sind die in alle Erde? Was zur Hölle, Mann? Der ist Licht und der ist Erde. Und der ist auch Erde und der ist auch Erde. Die sind alle Erde. Ja, vielen Dank auch. Was zur verfickten Hölle soll ich jetzt bitte schön machen, ha? Warum sind denn alle Erde? Ich meine, ich werde auf jeden Fall das hier machen, weil... Warte, ja. Ja komm, machen wir Twin Twister auch noch. Also was auf jeden Fall klar ist, ich muss jetzt nur noch... ein Finsternismonster in diesen Friedhof reinkriegen, dann kann ich den beschwören, weil ich ihm ja einfach auf die Hand geben kann. Okay, der ist jetzt leider wieder bei 0. Okay, gucken wir mal, wen wir bauen können. Den können wir nicht bauen, weil er nicht richtig beschworen wurde. Gilt aber für den hier auch, weil er eine besondere Beschwörungsbedingung hat. Wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich dann die Logik dahinter.
Okay, I see. Okay, das Viech auf dem Feld bringt mir so eigentlich gar nichts mehr. Naja. Jede Karte, die du spielst, macht mich stärker. vor allem, wenn sie eine Harpie spielt, dann macht sie ihre eigene Zauberkarte wieder kaputt. Was sie selber auch nicht wirklich was bringt. Landform? Ja, okay. Was haben wir denn zur Auswahl? Okay. Wenn diese Karte aktiviert wird, füge deine Hand ein schwarz glänzender Soldat, Ritualmonster oder ein Gaia-Zorniger der Monster von deinem Deck hinzu. Jedes Mal, wenn ein oder mehr Monsterkarten von deiner Hand oder deinem Spielfeld auf den Friedhof gelegt werden, lege für jedes Deck der Karten eine C-Marke. Ja, okay, aktivieren wir einfach mal. Ich kriege einen Search damit, das ist ganz gut. Leider bringt mir das so nichts. Der hier ist ein Dark. Also, like, warum nicht? Nehmen wir den. Du musst zwei Monster als Tribut anbieten und diese Karte als Tributbeschwörung schon durchführen. Warum braucht er denn zwei? Ah, der ist aber schon ein bisschen fies. Warum braucht er denn zwei? Mein Gott, ich dachte mir so, like, das ist keine gute Karte. Wäre doch jetzt nicht schlecht, wenn ich sie einfach wegmache. Aber nein, er braucht ja zwei Tribute. Eine Karte, okay, interessant. Ich möchte eigentlich jetzt nicht mein Dingens aufgeben. Oh mein Gott, Alter. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Den anderen kann man auch einfach so beschwören. Eigentlich, also ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt zwingend zwei Zeichen der Hysterie. Warte mal, das bringt jetzt aber nichts, oder? Nope. Bringt ihm nichts. Okay. Supersoldatenritual. Du kannst. Diese Karte kann verwendet werden, um eine beliebige Anzahl an Schwarz. Ein beliebiges Schwarz. Muss zusätzlich Monster von deiner Hand oder Spielfeldseite als Tribut anbieten. Dann genau 8 entsprechen. 7? Ich mach mal. Ich hoffe, dass das jetzt eine gute Entscheidung ist. Der hat noch einen Effekt, oder? Diese Karte haben wir seines Gegners. Ja, definitiv. Wir nehmen jetzt die. Wehe, ich kann das nicht aktivieren. Ich kann das aktivieren. Aber das kann ich auch aktivieren. Ach so. Das geht gleich immer. Okay. Dich. Ich nehme dich. Und ich nehme dich. Und jetzt wird erstmal Ritual beschworen, Mann. So schaut's aus. Schwarz glänzende Supersoldaten. Okay. Du kannst trotzdem machen, wenn diese Karte entfernen, füge deine Hand einen Ritualzauber von deinem Deck hinzu. Damit kriege ich einen Ritualzauber. Oh, aktivieren wir das einfach mal und gucken mal, was für Ritualzauber wir hier haben. Okay, den ich gerade benutzt habe. Warte mal. Na, es ist nicht wirklich so ein Ritualmonster.
Interessant, das ist noch eine zweite Ritual Summon. Ja komm, geben wir die auch noch. Ich habe nicht normal beschworen, also kann ich mir irgendeinen... Die haben doch beide eigentlich so ziemlich dasselbe. Warte mal, wer kannst du searchen? Ritualzauber, Ritualmonster. Nehmen wir den da, weil der das Ritualmonster searcht. Stimmt, den gibt's ja auch. Mit nur mit Monster der Stufe 7 oder höher. Das haut aber nicht so ganz hin, weil der 4 ist. Let's see if a garden effect advance. Ein Monster ins Gegner durch Kampf zerstört. Ja gut, okay, das... Ich glaube, das rentiert sich gerade nicht so ganz. Ich habe aktuell viel, viel mehr TK auf dem Board. Mit dem Ritualmonster und so habe ich irgendwie eigentlich ein stärkeres Board gerade. Jetzt zerstört er sich aber selbst. Ich habe mir gerade irgendwie schon gedacht, dass er mir dann den wegbounced. Naja, da muss ich nochmal Ritual beschwören. Sollte aber nicht zu schwer sein. So wie mein Friedhof ausschaut, sollte es glaube ich gehen. Okay. Okay. Wie viel Karten müsst ihr noch suchen? Jetzt suchst du ja einfach drei Karten. Ja, ich hoffe, dass du gleich tot bist. Sieben? Plus sieben? Ein bisschen viel, aber gut. Oh, I see, I see. Ja, gib mir den auf die Hand. Dafür kommt jetzt der aufs Feld. Stattdessen. Ach ja, den du mir auf die Hand gegeben hast, der wollte nicht auf der Hand bleiben. Da, das macht ihm keinen Spaß. Oh! Stimmt ja. Hui. Alter, Ritualbeschwörung vom Friedhof. So macht das Spaß. So, Alter. Das hat ziemlich lang gedauert. Wir machen jetzt noch das Endlich-Deck. Länger als ich erwartet hätte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt hier fast eine halbe Stunde dran sitze an diesem einem Duell. Aber gut, dann sei es wohl oder übel so. Erstmal drauf der Extravaganz. Die hat HP in Flederwisch. Warum soll ich eine verdeckte Karte spielen? Weil ich nicht mehr Eldritch in meiner Hand habe. Und ich habe vor allem hier auch noch einen ganzen Board Wipe liegen habe. In Form von Blitzsturm. Du? War das Absicht? Du? Das war jetzt sehr sinnvoll, dass du die so früh gespielt hast, ha? Sehr sinnvoll, ja, sehr sinnvoll. Okay, das hat echt wehgetan. Das hat wirklich wehgetan. So viel Damage kann ich ihm gar nicht machen. Na ja, egal. Aber ich kann definitiv ihre ganze Armee zerstören. Erst einmal. Bounce mal eine Karte. Ach so, das muss er in dem Fall. Jo, okay. Ich übernehme das Bouncen, ja. Ja, okay. Ah. Ah, okay. Ich sehe schon. Ja, so kannst du es auch machen. Beschütze es vom Zerstört werden.
gleichzeitig Kaijun sollen. Naja, egal. Ich habe immer noch nichts, was übrigens mega angsteinflößend ist, aber zumindest habe ich ihre Karten sehr massiv. Die hat nicht wirklich viele Special Summons in dem Deck so. Also ja, das hat es jetzt ein bisschen aufgehalten, darin überhaupt irgendwas zu machen. Also manchmal denke ich mir schon so, was soll der Scheiß? Ich meine, ich aktiviere jetzt die alle beide. Da kann ich mir jetzt nämlich, ich wollte gerade sagen Heilfestung bauen, aber nein, die habe ich nicht mehr hier drin. Ich habe nur noch die beiden drin und die können beide nicht direkt angreifen. Einmal so drüber nachdenken, klingt das gar nicht so. 1800 plus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich glaube, das ist wirklich aktuell sogar besser. Kaiju Getribute Summoned. Naja, so wie das ja. Nein! Richt einen das auf, Mann! Ich wollte setzen, aber es ist ja Battleface! Ja, wow, okay. Ich weiß gerade nicht, ob die das dann nochmal machen kann. Vielleicht. Aber da müsste sie nochmal Kosten zahlen. Unter Umständen bin ich am Arsch. Wenn sie nochmal eine Zauberkarte gespielt bekommt. Oder irgendwie mal Monster anders wegkriegt. Jupp, ich bin am Arsch. Selbst mit Endlich verliere ich gegen die. Was soll denn der Scheiß? Was ist denn das für ein Dreck? Ah, ich weiß auch nicht, inwieweit ich besser spielen sollte. Ich hatte einfach nicht wirklich eine gute Hand, weil ich auch gar nicht Endlich hatte. Ja, okay. Dann nehme ich halt zwei Endlich. Ist auch okay. Die zieht den aber auch immer. Ja, Zeichen der Hysterie natürlich auch immer. Tapien Orakel. Das Orakel. Okay. I see. Ja. Eigentlich ist es beinahe wurscht. Wir werfen mal dich ab. Ist das Ding nur eine permanente Zauberkarte, um auf den Sack zu gehen? Scheint mir so. Ja, gut. Nehmen wir den da. So, und dann einmal endlich aufs Feld. Und dann, ja, wir aktivieren das im Friedhof und schmeißen noch so eins da rein. Sollte ich in diesem Turn noch aktivieren können. Hätte ich vielleicht vorher das andere weggewerfen sollen. Endphase. Ja gut, aber es ist okay, denke ich mal.
Ich hole mir nochmal so eins. Vielleicht überlebt das Zeug ja. Und hole mir dann halt noch so eins. Wir werden auf jeden Fall gleich drei Eldliche auf dem Feld haben. Scheißegal, was passiert. Okay, das macht's ein bisschen simpler. Vierer-Chain. Auf geht's. So, als allererstes kommst du hier. Zerstörst das da. Dann gehst du hier hin. Du bändest die da. Dann gehst du hier hin. Und dann kommst du aus dem Deck. Ja, ich glaube, das sieht nicht so geil für dich aus, weil das sind doch einige Karten. Doch einige Monster, die hier auf dem Feld sind. Aber ich fand das dann nicht mehr aktiv. Doch, Heilfestung ist noch da. Ich wächst da rein, weil wir langsam nicht so ausgehen. Auch wenn es recht irrelevant ist, weil das ist, glaube ich, eh schon Miefe, aber egal. So, der glänzt, kriegt's. Und der glänzt, da war als allererstes angreifen. Und zwar gleich zweimal. Und dann beendet die Heilfestung. So. Und damit würde ich sagen, bewerten nicht vergessen. Weiter geht es im nächsten Part, beim nächsten Duell. Tschö.